Ob Lokführer, Zugbegleiter oder Mechatroniker. Wer auf der Suche nach neuen beruflichen Perspektiven ist, der ist hier genau richtig, bei den Bahnen in NRW. Doch wie sieht so eine Umschulungsmaßnahme konkret aus und welche Hürden sind dabei zu nehmen? Wir fragen eine, die es wissen muss. Annemarie Holm ist seit 1,5 Jahren bei der DB Regio Zugbegleiterin. Von der Friseurin zur Zugbegleiterin. Das ist keine gewöhnliche Karrierelaufbahn. Aus welchen Gründen haben Sie sich damals für die Umschulung entschieden? Ich habe mich deswegen auch für die Umschulung entschieden, weil ich raus aus meinem alten Trott wollte. Ich wollte einfach was anderes erleben. Raus, ich wollte reisen, ich wollte unterwegs sein, ich wollte nicht mehr an einer Stelle stehen. Mich faszinieren die unterschiedlichen Menschen und die unterschiedlichen Reaktionen auf die Frage, einmal die Fahrkarte bitte. Dankeschön, einen schönen Tag noch. Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert? Sie waren sichtlich überrascht. Positiv überrascht, haben mich aber bei meiner Entscheidung unterstützt. Wie ist die Umschulung abgelaufen und was waren die größten Herausforderungen? Die Umschulung ist innerhalb von 3 Monaten abgelaufen, in verschiedenen Kategorien unterteilt. Es gab einmal einen schriftlichen und einmal einen praktischen Teil. Schon mal das Publikum sehen, wie verhalten die sich, wie verhalte ich mich, wie gehe ich auf die Menschen zu. Es gab 3 Prüfungen. Ich habe es gut hinbekommen und bin auch ganz stolz darauf. Ich bin super glücklich, bei den Eisenbahnern angekommen zu sein und in der Eisenbahnerfamilie aufgenommen worden zu sein.